Willkommen zurück zu Final Fantasy 15, der Pocket Edition. Weiter geht es heute im Kapitel 4 mit Dunkle Wolken. Die Chateau-Platte zerfällt, die Straßen sind abgesperrt und der Regalia ist verschwunden. Noctis und seine Freunde sind gestrandet. Oh mein Gott, sie sind gestrandet! Da müssen wir was gegen tun. Die Frage ist, was kann man dagegen tun? Das ist eine gute Frage. Diese Frage werden wir uns jetzt annehmen. Oberkommandant Ravus Nox Fury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir ihn für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautesplatte verschwunden ist. Ich war das. Hallo? Geht's noch? Das war ich? Was soll denn das? Lügenpresse. Lügenpresse! Ich sag's doch immer wieder. Lügenpresse! Meine Güte da. Immer diese Lip-Zeitung. Lip-Zeitung. ja. Gut, vergessen wir das. Chocoboy. Ich weiß es nicht. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's Qualm der Socken. Guck mal, Umbra. Ob er eine Nachricht für uns hat? Was nun? Mit Umbra sprechen. Umbra, wo willst du denn? Ein hoffnungsloser Fall. Selten so einen Schokobonarren gesehen. Wo rennt denn der Hund hin? Oder Umbra? Ich weiß nicht, ob es ein Hund ist. Vielleicht wird das ja im richtigen Spiel geklärt. Aber egal. Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramu. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Luna? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. Solange Umbra keine Umbra-Hexe ist? Ex Meeres, okay. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht.
weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Luzis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altstadt. Shopping! Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es im Keim zu einer Karte? Okay, gehen wir suchen. Okay, hier ist irgendwo ein Auto und bei dem Auto in der Nähe sollen wir graben. Chocobo! Macht er gerade echt ein Foto von seinem Hintern? Ein Choco-Playmate? Ist eh schon chic, ne? Was zum... Geier. Naja. Oh, hier. Aus der Kosmogonie, die Kanagi. Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott nach Tenebra niederstieg, wo er eine Frau erwählte und ihr die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heilenden Kräfte setzte sie fortan ein, um Nöte zu ihnen lindern und als Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Folgt mir das Chocobo jetzt! Oh, die nerven auch mit den Geräuschen. Das muss man denen aber mal lassen, ne? Es wäre schön, wenn der Verleih ein bisschen billiger wäre. Ja, dieser Kraut ist nicht jedermanns Sache. Giza-Chips aus biologischem Anbau. Lecker, gesund zugleich. Futter für Chocobos? Na komm, brav. Brav. Bist ein guter. Ach, wie süß die doch sind. Chocobos sind ja so süß. Stutzen und striegeln wie die Profis, putzen sie ihren Vogel raus, damit er sich auch morgen kraftvoll aufplustern kann. Konto, da musst du hin. Jetzt hör mal, das ist für Chocobos. Ja und? Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ich suche immer noch das Fahrzeug. Oh, 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 guck mal, was wir da haben. Sommersonne, Kaktor. Chocobo-Verleih. Los auf meinem Chocobo. Ich hab nen Ohrwurm. Süße Chocobos, ihr seid Balsam für meine Seele. Wusste gar nicht, dass du so eine Schwäche für Chocobos hast. Ich will keine kaputt kriegen. Für mich, oh, hier muss ich jetzt mal kämpfen. Ja, na dann, lass uns mal kämpfen. Warte mal, wie heißen die? Quinqui? Quinqui, okay. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und zwar gibt es ja auch Final Fantasy 15 für die Xbox, ob ich das Spiel auch mal für die Xbox dann spielen soll. Wird sich zwar noch ein bisschen hinauszögern, aber ja, leider gibt es das ja nicht für die Nintendo Switch. Aber die Möglichkeit lasse ich euch gerne mal offen, wenn ihr das euch wünscht. Ich suche immer noch hier das, guck mal an. Guckt mal an. Hier haben wir doch was. Ist es hier lang? Ja. Hier soll es irgendwo was zu essen geben. Was
Was ist es? Was denn? Ich habe ein neues Rezept. Ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber saftiges Holzfällersteak. Zutaten: Cut Plepus, Brustfilet und Ketier-Ingwer. Also hier sind sau viele Nebenaufgaben. Das finde ich richtig gut. Das macht schon mal viel mehr als es am Anfang war. Das hätte man am Anfang schon wirklich so ein bisschen mehr verpackt, also ein bisschen mehr verpacken können. Das Alstormoor. Von niedlichen kleinen Fröschen bis zum riesigen Cut Plepus erforschen sie ein lebhaftes Ökosystem in der malerischen Landschaft des ländlichen Kleinen. Auch die Aussicht auf den Meteor inmitten des Chateauplatte ist eine Reise wert. Oh, hi. Lass dir schmecken. Und es gibt nochmal extra EP, finde ich auch gut. So, dann mal weiter. Da oben erwartet mich ein Kampf. Aber den kann ich scheinbar ein bisschen unterstützend mit diesem hier verwenden. Aha, nur sofern ich angreife oder sofern die sauer sind. Okay. Aber hier steht es als Kampf ausgeschildert. Das finde ich interessant. Wie kann ich diesen Kampf auslösen? Sag mal, Nock, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag. Komisch. Wow. Na gut, hier kann ich auch so platt machen, aber ich glaube mal, hier kann ich das auch so machen. So, bam. So. Und tschüss. Was, der hat echt noch überlebt? So. Ah, es war zu früh gedrückt. Sterb mir bloß nicht. So. Und bam. Zack, und erledigt. Das gibt jedenfalls mal endlich hier gut EP. Frage ist jetzt gerade, wo lang? Links lang oder rechts lang? Ich würde gerne, links und rechts lang, so ungefähr. Ich gehe aber links lang, in der Hoffnung, dass ich irgendwo dieses Auto finde. Oh ne, da ist sogar ein großer Gegner. Karpfenkröte. So, komm. Yum, 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 yum. Hat die eine lange Zunge. Ja, genau. Hau mal mit der Zunge dazu. Alter, was gibt die 1000 noch was? Okay. Oh. Kann ich mit leben. Aber ansonsten ist hier echt nichts. Das wäre jetzt ein bisschen mickrig. Wartet mal. Ja, da kommt jetzt gleich eine Kampfphase. Ah, ernsthaft? So, Noct hat markiert und... So. Nee, nee. Komm her. Und schön auf die einschlagen. Auf die Marodeure und auf die Schützen und... Schönes Ding. Immer auf die Schützen. Und da haben wir auch wieder Elektrizität oder sowas. Ich glaube, das könnte uns noch helfen. Danke. Hier kriegen wir richtig Erfahrungspunkte. Also hier lohnt es sich mal. Wird Blitzzauber halten. Kurz gucken. Irgendwo da kommen wir runter. Hier. Da unten waren auch noch Gegner. Ich suche ja immer noch das eine Auto. Wegen der Schatzkarte. Ach, die sind ja alle lieb. Die machen nichts, weil wir lieb sind. Okay, das ist in Ordnung. Ein Auto hinter einem Baum. Es kommt wahrscheinlich noch. Gehe ich mal davon aus. Muss noch kommen, definitiv.
Aber wo wir das finden, ich glaube, das erfahren wir wirklich erst im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.